Zu dem Thema Vergebung kam mir ein schönes Bild. Ich habe eine nette Dame kennengelernt, mit der ich immer mal wieder Karten spiele. Wir spielen Rommel. Und ich musste mir von der neu die Regeln erklären lassen. Auf jeden Fall habe ich dabei wieder mal neu gelernt. Ein Joker ist natürlich genial zu haben. Willst du immer haben. Aber wenn du den am Schluss noch auf der Hand hast, wenn die andere schon abgeworfen hast, hat er, schlag mich, 20 Punkte? Richtig viele böse Minuspunkte. Und immer wieder merke ich, diese Kartenspiele helfen mir, Metaphern fürs Leben zu machen. Denn, weißt du, ich liebe es doch auch manchmal, Dinge in meinen Karten zu behalten, wo ich wie auf jemanden auch sauer bin. Das habe ich auch in der Eheberatung ganz viel, dass mir diese Beweismaterialien vorgelegt werden. Sie können sich gar nicht denken, wie häufig mein Mann fremdgegangen ist. Oder wissen Sie, mein Mann kümmert sich seit so und so vielen Jahren nicht um die Kinder. Oder. Ich würde mich da einreihen. Das würde ich ja genauso auch manchmal anderen erzählen wollen. Diese Joker, die Beweismaterialien, um klar zu machen, guck, ich bin wirklich die arme Sau hier. Ja? Und dieser Joker soll so gut sein, dass der andere sofort sagt, stimmt, das überzeugt. Ja? Den kann man ja auch für alles ausspielen. Und jetzt, diese Sache mit dem Vergeben bedeutet ja, dass ich den Joker schon vielleicht zu früh ablege. Dass er mir nachher nicht mehr da ist, wenn ich ihn vielleicht brauche. Aber es gibt ja im christlichen Kontext diese Idee, dass Papa Gott die Zeit hält und auch die Zeit beenden kann. Und dass er sozusagen das Spiel, dieses Spiel des Lebens auch beenden kann. Und dann will ich nicht mit meinen Jokern da stehen. Dann will ich da nicht stehen und Minuspunkte sammeln, weil ich Joker gehalten habe. Das fand ich für mich ein wunderschönes Bild in Bezug auf dieses Vergeben. Vergib uns heute unsere Schuld und vergib denen, die Schuld an uns getan haben. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wir schließen wieder mit einem Ewigkeitsaspekt, der nur Papa Gott umfasst und in den wir uns einreihen. Es beginnt mit der Ewigkeit des im Himmel waltenden Vaters, dessen Wille gut ist. Es hat diese Kurzformel von ich weiß es doch. Ich weiß doch, was du brauchst. Sag nur diesen einen Satz. Es hat die wichtige Ausrichtung von bleib rein. Nicht, weil du alles perfekt machst. Nicht, weil du wunderbar bist. Nämlich bleib rein, weil du mich um Vergebung bittest. Und dann richtet es sich wieder aus auf die Ewigkeit und seinen umfassenden Willen und seine gute, uns bergen wollende Idee des Reiches Gottes. Tröstet mich gerade total. Uralter Schinken. Aber ich merke, meine Gebete sind so anders, dass ich es anscheinend noch nicht verstanden habe. Tschüss.